Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer Item-Vorstellung. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar in dieser Folge schauen wir uns mal die Mini-Chest an. Die Mini-Chest, gecraftet aus einer einfachen Kiste, ergibt dann insgesamt 9 Mini-Chests. Und ich platziere die einfach mal. Da ist sie, ist sehr, sehr klein. Und ich kann da auch nur ein einziges Interface ganz einfach füllen. Und geht auch nicht mehr. Ich kann ja mal nochmal irgendwie einen Stack von irgendwas holen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 Stacks in den Diamanterz. Nun packt die einfach mal hier rein. Ihr seht, mehr geht auch gar nicht rein. Also es sind auch wirklich nur ein maximaler Stack. Der Vorteil ist allerdings, wenn wir zum Beispiel so etwas haben wie ein automatisiertes Crafting-System, und dafür könnt ihr gerne nochmal reinschauen in die Tutorial-Playlist. Link ist dafür auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Zum Beispiel bei dem Mechanical Crafter haben wir so eine kleine Automatisierung gebaut. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel halt sagt, okay, gut, wir haben jetzt hier unseren Mechanical Crafter, wir haben jetzt hier Iron Chests, die als Output kommen, und hier in dieser Kiste sollen auch nur Iron Chests drin sein und die dann weiterverarbeitet werden zum Beispiel, dann könnte man zum Beispiel ganz einfach sagen, okay, gut, ich nehme jetzt hier eine Mini-Chest, ne, und pack da jetzt hier meine Iron Chests rein, und ich werde bei späteren Produktionsschritten keine Probleme haben, weil wirklich nur die Iron Chest immer drin beiliegt, falls man da halt irgendwie mal vom Crafting her irgendwie eine Kleinigkeit falsch macht oder ähnliches. Das ist der große Vorteil dieser Mini-Chest, muss man ganz einfach sagen. Für das Crafting, dass auch wirklich nur dann dieser eine Rohstoff, wenn man meinetwegen noch Nebenprodukte hat, etc., dass wirklich auch nur dieser eine einzige Rohstoff immer in der Kiste landet und das Crafting somit auch weitergehen kann. Ja, das war's zur Mini-Chest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.